Aral Kono ist Modedesignerin, geboren ist die mit einer fesselnden Frische gesegnete Künstlerin in Kamerun. Seit 17 Jahren lebt sie in Berlin. Über Pfingsten war die Mode-Exotin zu Gast in Baden-Baden. Für mich das Wichtigste ist die Frau, die ich erstmal als Bild im Kopf habe. Diese Frau muss anders wirken, diese Frau muss sehr präsent sein, diese Frau muss sehr dynamisch wirken und diese Frau muss auch außergewöhnlich wirken, im positiven Sinne. Außergewöhnliche Mode passt in einen außergewöhnlichen Rahmen. Im Showroom hoch über Baden-Baden wird Konos Mode zurzeit präsentiert. Vor 3 Jahren hatte die Gastgeberin auf einer Düsseldorfer Messe die afrikanische Designerin zum ersten Mal getroffen. Und dann sind wir gleich auch eingestiegen und der Erfolg hat uns dann recht gegeben. Und dann sind wir Stück für Stück auch mit ihr gewachsen, haben immer wieder gekauft und haben jetzt eine Fangemeinde von Kunden, die aus Zürich, aus Frankfurt, Düsseldorf und München zu uns kommen und Aral Kono Mode kaufen, weil sie eben so individuell ist. Wahrlich individuell sind auch ihre Entwürfe, vielmehr noch individuell die Quelle ihrer Inspirationen. Ich liebe Spinnen, ich liebe Kakerlaken, Bienen, vor allem Bienen oder Schmetterlinge. Bei ihrem eigenen Kleid ließ sich die Mutter eines 8-jährigen Sohnes von einer Bienenkönigin inspirieren. Für Baden-Baden hat Aral Kono nur Lob übrig. Ich würde so gerne hier leben. Es ist grün, es ist ruhig, die Menschen sind wahnsinnig freundlich. Und auf die Idee kam ich schon mehrmals in den letzten 24 Stunden. Aral Kono ist die Durchstarterin in der Modewelt. Sollte sie mal genug von Berlin haben, wir nehmen sie hier sehr gerne auf.